apocalypse. Ja, hallo zusammen, heute draußen an einer ganz schönen Stelle mit einem Freund von mir, der Jens. Er hat nämlich ein paar Survival-Skills, da kann nämlich angeln. Da ist er schon, denke, dass man das nicht sehen wird, aber es sind auf jeden Fall ein paar dicke Brocken und die Sonne unterstützt das natürlich. Macht so ein bisschen die Tarnung der Fische zunichte. Gut für uns, schlecht für die Fische. So Jens, was machst du jetzt hier eigentlich genau? Du machst mal ein paar Testwürfe oder wie muss ich mir das vorstellen? Du hast jetzt Köder dran, der nicht mit Futter ist, sondern aus deiner Lieblingsköderei, nehme ich an, oder? Genau. Das ist jetzt so ein kleiner Gummiköder, der imitiert also einen kleinen Fisch. Welche ist denn das? Die haben ja alle so tolle Namen bei dir. Das ist Aju. Heute haben wir Aju. Heute haben wir Aju. Klingt ein bisschen nach unendlicher Geschichte, nach Adreju, aber damit hat es nichts zu tun, oder? Damit hat nichts zu tun. Das kommt aus Japan, da gibt es nämlich einen Fisch, der heißt Aju. Und das ist ein ganz spezieller Fisch, hat da ungefähr den gleichen Stellenwert wie der Lachs bei uns. Also ein ganz besonderer Fisch und der hat charakteristisch einen gelben Punkt auf der Seite. Und das haben wir jetzt bei dem Köder mal umgesetzt. Also ein sehr natürliches Dekor. Ja? Der hat also auch diesen braun Silber und hat hier auch diesen gelben, hat da auch diesen gelben Punkt. Was ist denn das für ein Material? Also Rezepte sind natürlich Betriebsgeheimnis. Das ist klar, ist völlig klar. Aber sehr, sehr lebensecht. Also für den Fisch auf jeden Fall. Genau. Na gut, wir schauen mal, ob das hier der Platz ist. Und wenn nicht, dann gehen wir nochmal weiter. Wir haben uns jetzt kurzerhand entschieden, nochmal die Stelle zu wechseln und sind jetzt hier an so einem Fastschnittpunkt. Wir sind immer noch an der Elbe jetzt. Elbe. Aber die Mulde ist hier nicht so weit von entfernt. Die, wie ich jetzt gelernt habe, dann geht's da vorne reinmündet in die Elbe. Hier ist ein besserer Platz, oder du vermutest es, weil? Da, wo diese ganzen Wirbel auf der Wasseroberfläche sind, man einfach ein bisschen kühleres Wasser hat als vielleicht in einem stehenden Gewässer. Wir haben ja die großen Fische gerade gesehen und die standen einfach nur da und haben eigentlich gar nichts gemacht. Ja. Was waren das jetzt? Das waren Brassen. Brassen. Genau, die Leichen gerade. Ich hoffe, dass die Barsche jetzt schon durch sind mit Leichen. Also hier versuchst du jetzt einen Barsch zu finden. Ich bin mal gespannt, weil ich würde da nämlich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben so einen Free-Nature-Barsch sehen. Ja, ja, und essen gleich direkt. Also wenn du sagst, let's go, dann mache ich damit. Also der beste Speisefisch, das darf ich ja in unseren Videos immer nicht sagen, ist tatsächlich meiner Meinung nach der Barsch. Hier also darfst du das sagen. Hervorragender Speisefisch. Ja. So, also der Jens versucht sein Glück als Angler. Ich werde ein bisschen Mäuschen spielen und trotzdem jetzt nebenbei schon mal hier oben so ein kleines Lager aufbauen, kleines Tarp. Und eine Feuerstelle, was hier sehr, sehr gut geht, weil hier sind ja etliche Steine und ich habe meinen Spaten dabei, um das so ein bisschen als Kochfeuer heute zu deklarieren. Ja, so, dann let's go. Oh. Ist noch dran. Da ist er. Ganz kleiner Hecht. Ein Hecht? Sehr gefährlich. Nein. Okay. Ich sag's ab. Weil wir hier auf Barsche angeln. Ja. Also die Angel hat eigentlich keine Chance. Oder? Keine Chance. Also du musst ihn ja irgendwie ein bisschen Druck machen, um ihn rauszubringen. Ey, und vor allem. Auch nicht so schlecht? Vor allem im gleichen Wurf kam dieser Barsch bis Feuer. Und ich dachte zum Schluss, hier knapp über der Steinpackung, habe ich ihn ganz, ganz langsam einfach eingekurbelt. Ja. Und in dem Moment, bumm, ist er drauf. Wenn dir ein Schnitzel direkt vor deiner Nase, in diesem Tempo, und du bist, Kennt man ja. Dann packt man dazu. Feuerstelle ist soweit fertig. Holz haben wir hier. Und Leni finalisiert die Feuerstelle. Jens übrigens steht da hinten und kümmert sich um Fisch. Einer macht's Feuer, das bin ich. So, jetzt muss ich halt schauen, dass ich was finde, was den Funken gut fangen kann. Das hier sieht natürlich super aus. Ja, ich glaube, da kommen wir schon mit hin.
So, Feuer brennt wunderschön. Was macht den richtigen Survival-Aktivisten aus? Also alles vorbereitet. Das heißt, sollten wir heute keinen Fisch fangen. Ja, Jens? Was? Ja. Das hat er in die Kamera, ist er. Aber man weiß ja nie, wenn die Krise kommt, dann ist auch eine Fischsuppe mit gebratenen Nudeln nachher besser. Jens, wie sieht es denn aus mit Abendbrot? Und der Jens, der fängt einen Fisch und der macht sich den dann wirklich. Und der isst, du isst den dann schon. Du bist nicht der reine Catch-and-Release-Typ. Na, reines Catch-and-Release ist ja verboten. Also du musst ja die Absicht haben, einen Fisch zu entnehmen, wenn du angeln gehst. Alles andere ist ja nicht erlaubt. Jetzt sehe ich das Feuer allerdings. Leni hat auch eine Meinung. An der Stelle möchte ich mich schon mal verabschieden, weil jetzt der Akku vom Handy platt ist gleich und ich gar nicht geplant hatte, heute so zu filmen. Aber was wir jetzt hier tun, ist, wir genießen den Sonnenuntergang. Jens schaut noch mal nach einer anderen Stelle, um vielleicht noch mal den Hecht zu fangen. Wasser kocht. Schöner kann es eigentlich nicht sein. Also wir müssen keinen Fisch fangen, finde ich es auch nicht so schlimm. Dann machen wir es uns hier einfach so wie Leni. Bisschen gemütlich und genießen die Natur. Ja. Also, in diesem Sinne, die Natur ist unser Freund und nicht unser Feind. Und darum halten wir den Wald und alles drumherum schön sauber.